Herzlich willkommen zum Waffel-Workshop mit L3D. Genau, mit Venti. Genau, ich bin sozusagen der Azubi. L3D hat mich gefragt, ja, kannst du mir da mal aushelfen? Ich brauche noch jemanden, der ein bisschen reden kann und der dumme Fragen stellen kann zu dem ganzen Ablauf hier, Waffeln, Teig und so weiter. Und ich sagte, ja, was kann schon schief gehen? Schauen wir mal. Du machst also Waffeln, also vom Teig. Genau. Also zuerst machen wir den Teig. Also wir, also du. Also quasi so wie Gentoo mache ich die Waffeln von... Ach, hör mal auf mit Gentoo. Andere Geschichte. Ja. Ja. Man nehme. Genau, man nehme eine Schüssel oder alternativ einen Eimer und fülle als erstes Ei rein. Ei. Genau, Ei. Natürlich vorgeschältes Ei. Ah ja. Aus der Tetrapack-Packung. Richtig. Das ist etwas, was es zum Beispiel in der Schweiz nirgends so richtig zu kaufen gibt. Habt ihr keinen Großmarkt in der Schweiz? Ja, aber nur für also wirklich Großhandel. Da kannst du dann auch die praktischen 10-Kilo-Pakete Nudeln kaufen und so für Restaurants und also fürs Gastgewerbe. Das sieht in Deutschland ganz genauso aus. Es gibt keinen für Privatkunden zugänglichen Laden, der sowas gibt, den ich kenne. Zumindest nicht in der Bodenseeregion. Genau, 20 Eier, einmal hier rein, ohne Eierschalen. Das heißt, wenn man das jetzt für zu Hause macht, dann schält man halt einfach 20 Eier. Ja. Die muss man auch nicht trennen, also Eigelb, Eiweiß. Genau, also man kann sie natürlich trennen, wenn man dann das Eiweiß extra aufschlägt, dann gibt das ein bisschen mehr fluffigeren Teig. Das wird dann nochmal leckerer, aber das kann jeder selber sehen, wie viel Arbeit er sich machen möchte. Hm. Sehr gut, ich habe keinen Mülleimer geholt. Können wir ja diesen provisorischen Mülleimer nehmen. Richtig, ja. Ja. Naja, besser nicht. Stellen wir einfach irgendwo hin. Ja, lass genau. Es nachher unauffällig liegen. Genau. Hat niemand gesehen. Dann nehme man Zucker. Zucker. Genau. Ein ganzes Kilo? Ein ganzes Kilo. Ui. Du machst heute die Instant-Diabetes-Version deiner Waffeln. Ja, also gestern für den Waffelteig habe ich jetzt nur ein halbes Kilo Zucker jeweils genommen, weil da hatten wir noch nicht so viel. Dafür ging die Packung damals auch besser auf. Jetzt, wir sind ja so ein bisschen die Schwergewichte der modernen Chaos-Gastronomie. Würde das auch mit künstlichem Süßstoff, hast du sowas schon mal probiert? Ja, also ich habe auch einmal den Zucker ganz weggelassen. Das hat dann auch geschmeckt. Ah, sehr gut. Wir haben den Adapter, den wir vorher noch gesucht haben, gekriegt. Ah! Genau. Ich habe hier irgendwo auch Gaffertape versteckt. Dann können wir den irgendwie festgaffern. Ja. Gut, also wir haben jetzt Zucker und Eier. Genau. Mhm. Dann nehmen wir am besten auch direkt eine Flasche Milch. Milch. Genau. Schüdewasch. Genau. Kuhsaft. Jetzt muss man sich natürlich entscheiden, wollen wir veganen Teig machen oder nicht? Das wird ein bisschen schwierig, weil da sind schon Eier drin. Ah, stimmt, ja. Dann hätte man sich davor entscheiden sollen. Aber spätestens also vegan, jetzt also meinst du Palmfett statt Butter? Ja. Also wenn wir jetzt, angenommen, wir würden jetzt eine hypothetische vegane Waffel backen. Richtig. Was wäre da statt Eier drin? Statt Eier hätten wir dann 2-3 Bananen geschält und reingeschnitten. Oh. Und dann hätten wir Apfelmus genommen und da reingeschüttet. Und das wäre unser Eiersatz gewesen. Und dann noch Zucker. Genau, und dann Zucker und dann statt Milch irgendwie. Statt Milch, Hafer oder Mandelmilch. Dieses Tofu-Soja-Zeugs. Genau, das
kenne mich da auch nicht so aus. Das, wo irgendwie vegan draufsteht im Laden, das wird dann vielleicht passen. Okay. Veganer wissen da mehr. Wir machen heute aber normale Vollwertkost. Genau. Dann müssen wir umrühren. Ja. Genau, genau. Ja, ich habe nur eine Hand frei. Ja, man braucht zwei Hände für den Rührer. Ich habe da einen etwas größeren besorgt. Ah, ja. Also, wir haben da auch noch diese kleinen Schneebesen rumliegen, aber das macht ja keinen Spaß. Also, das funktioniert dann. Echt? Das ist ja faszinierend. So. Ja, ich tauche den jetzt nicht rein, weil wir werden nachher genug zum Spülen haben, denke ich mal. Eben. Obwohl, oben gibt es eine Spülmaschine. Weil das letzte Mal, wo ich jemanden mit so einem Ding Teig umrühren gesehen habe, das war an dem Look Camp, da gab es Käsespätzle. Ja. Haben wir auch so eine Wanne voll mit Spätzleteig gemacht und dann. Wir haben jetzt aber hier nur den 10-Liter-Eimer. Da haben wir keine 30-Liter-Wanne. Aber das können wir ja. Aber du machst ja nicht 10 Liter Teig jetzt. Nee, das sind 6 Liter Eben. Teig. Wie viele Waffeln gibt das ungefähr? Weil ich wurde vorher gefragt, wie sollen auch eben Mengenangaben und so. Ich kam immer noch nicht dazu, die Waffeln mal alle nachzuzählen. Aber wie viele Leute haben denn gestern alles eine Waffel gekriegt? Dann könntest du das durch 3 teilen und dann hättest du die Waffelmenge pro Eimer. Ja, keine Ahnung. Wer hatte denn gestern eine Waffel? Ja, doch. Ja. Also, da haben sich jetzt 20 Leute gemeldet. Das heißt dann 8 Waffeln pro 6 Liter Teig. Ich glaube, ich nehme da mal ein bisschen Sicherheitsabstand. Brauchst du da keine Schutzbrille wegen Spritzern und so? Nein, aber vielleicht macht das mehr Sinn, das vor der Dokumentenkamera zu rühren. Dann sieht man da noch was. Dokumentenkamera? Dieses Gerät da. Weil ich glaube, wenn wir das da oben stellen, dann geht das nicht. Ja, Entschuldigung, ich stehe zum ersten Mal auf so einer Bühne. Hey, ich auch. Aber ich hatte so einen Wok. Ist schon geil mit dem Ziel. Eine Wok-Einführung mit dem Wok mit V. Das war ganz gut. Funktioniert das? Wenn ich hier filmt es in den Müllsack. Das ist, glaube ich, nicht so spannend. Boah, wunderschön. Geil. Also man sieht jetzt, wie der Mixer ganz sanft, das hat so was. Oh, wunderschön. Nach Teig sieht das jetzt aber noch nicht aus. Nee, wir haben ja auch noch kein Mehl rein. Ah. Halt mal kurz. Bist auf ein Halt mal kurz reingefallen, du darfst nicht weitermachen. Also, wir haben hier immer noch die Auswahl zwischen 2 verschiedenen Mehlarten. Einmal haben wir das Bio-Buchweizenmehl hier. Und sonst das normale Weizenmehl. Auf dem Bio-Buchweizenmehl steht, es kann Spuren von Gluten enthalten und es wurde mir als glutenfrei angepriesen. Von daher, das ist das, was ich später als glutenfreie Waffeln anpreise. Wie ist das bei der Milch von wegen Laktose und so? Spielt das eine Rolle, ob du normale Milch oder laktosefreie Milch? Ist dann auch wurscht, oder? Also es ist im Prinzip egal. Also ich meine, die Kuhmilch, die kennt man. Die Weiße, hat jeder zu Hause, genau. Aber ob man da jetzt irgendwie eine laktosefreie Milch oder Mandelmilch nimmt, das geht im Prinzip alles auch und das schmeckt auch alles ganz gut. Die laktosefreie Milch ist ja
üblicherweise ein bisschen süßer, weil da irgendwie die Laktose schon vorverdaut, vorgespalten. Na, vorverdaut klingt ein bisschen eklig. Aber mit Enzymen vorbehandelt wurde, glaube ich. Ja, so schien das zu funktionieren. Habe ich auch mal gehört. Jetzt ist da also Mehl drin. Jetzt sieht es so ein bisschen nach Baumasse aus. Genau, ja. Ich glaube, Zement ist etwas gröber, von daher, man kann es noch auseinanderhalten. Ja, man merkt es dann auch im Biss nachher. Ja, ich, eben. Ja, viel besser, wenn man das nicht von Hand machen muss. Also, bitte euch, jeder Haushalt hat ja so einen kleinen handlichen Rührstab. Genau. Dann ja, das sieht schon ein bisschen mehr nach Teig aus. Backpulver. Backpulver. Das Treibmittel. Ja. Wie viel war das jetzt ungefähr? Waren jetzt so Handgelenk mal quasi 5 Päckchen Backpulver plus X. Quasi. Genau, für 8 Waffeln. Ja, der Profi hat es im Handgelenk. Genau. Und Vanille oder Vanillinzucker? Davon ein bisschen mehr. Hm? Genau. Ja. Salz? Wenn man welches da hat, dann schon, ja. Aber wir stehen hier auf der Bühne und hast du schon mal Salz auf einer Bühne gesehen? Winter vielleicht, damit es nicht friert. Keine Ahnung. Ja, aber so Frühling, Sommermäßig. Hat jemand zufälligerweise gerade eine Salzstreuer dabei? Bei euch Nerds weiß man ja nie. Also Salz kann man reinmachen, aber mache ich meistens. Ich hätte erwartet, dass irgendwie ein, zwei Aufspringer hier, klar doch. Immer bereit für an Ostern, wenn da gerade so ein geschältes Ei vorbeikommt. Stimmt, zack, das ist Salz Ostern, drauf. Da müssten die Nerds Salz dabei haben. Zack, Salz drauf. Ja. Naja. So, also weiter geht's. Wir brauchen Mate. Da kommt jetzt noch mehr Zeug rein. Natürlich. Oh. Jetzt wird es nicht jugendfrei. Nee, Moment. Ah. Ach, Mate. Mate, ja. Ich hätte jetzt ja eigentlich Almdudler erwartet, aber das haben die hier nicht. Ja, eben, da hätte ich nichts machen können. Da kommt man einen ganzen langen Weg nach Wien und dann haben die keinen Almdudler hier. Ja, aber ich habe gehört, hier gibt es Läden, die bis 18 Uhr offen haben. Ich muss weg. Tschüss. Nee, ich habe mich schon loslassen. Ich habe mich für mich persönlich schon eingedeckt. Dann ist gut. Ja. Aber Mate in einem Waffelteig. Ja, Mate ist der bessere Sprudel. Oder nicht? Ja, naja, gut, bei Mate. Also bei Club Mate gehen die Meinungen ja auseinander. Also ich, ja, Flora Power bin ich auch dabei. Ja, eben. Aber gut. So, das war Red Bull. Ja, eben, oder Almdudler. Ja gut, wenn Almdudler einen Almdudler mit Koffein machen würde, dann könnte Red Bull einpacken. Aber vielleicht hat er immer noch eine Packung Gummibären da oder mal Red Bull oder ein Stück Seife. Schmeckt ja ähnlich. Noch mehr Milch? Genau, noch eine halbe Flasche Milch und noch ein zweites jetzt, Kilo Mehl. Total 1,5 Liter Milch drin. Genau. Also 20 Eier, 1 Kilo Zucker, etwas Backpulver. Etwas Vanillezucker. Etwas mehr Vanillezucker, 1,5 Liter Milch, Vollmilch. Genau. Und 2 handelsübliche Flaschen Mate. Und 2 Kilo Mehl. Und 2 Kilo Mehl.
Aber ich habe das Gefühl, das ist immer noch ein bisschen dünnflüssig. Ja. Ich meine, klar, Waffeln machen dick, aber dann kommt jetzt, jetzt kommt der Dickmacher rein. Genau. Es ist noch etwas dünnflüssig und wir haben auch noch keine Butter drin. Ah, Butter, ja. Ja, Butter brauchen wir auch noch. Die hätten wir am Anfang sogar schon schmelzen können, das wäre ganz praktisch gewesen. Aber wir wollen ja auf unsere Stunde Sendezeit kommen. Da machen wir es dann nicht. Ah, wir müssen noch ein bisschen in die Länge ziehen. Genau. Es wäre ja langweilig, wenn wir die restlichen 50 Minuten nur Waffeln backen. Na gut, ich denke mal, die meisten im Publikum sind nur hier, weil sie nachher eine Waffel essen wollen. Ach was. Also. Die sind wegen dir hier. Bitte? Die sind nur wegen dir hier. Die wollten dich endlich mal sehen. Ich war ja nicht mal angekündigt. Ja, also davon jetzt, haben die sich jetzt nicht kommt, aufhalten lassen. Also jetzt kommt die Butter. Genau. Wobei, mit Butter ist es auch sowas so. Das sind so diese kleinen Unterschiede. Schweiz, Deutschland, Österreich. In der Schweiz ist die Butter männlich. Der Butter. Okay. Ist so. Ja, also in Österreich haben sie mir jetzt Teebutter gegeben, was auch immer das für eine Delikatesse sein soll. Warum das Ding Teebutter? Ja, das ist eine gute Frage, warum das Ding Teebutter ja. heißt. Deutschland nehme ich natürlich für die Teegebäck deutsche Markenbutter. Keine Ahnung. Aber ich meine, wenn ihr Tee gerne in der Butter habt, dann können wir das auch in die Waffeln tun. Margarine gibt es auch ohne Butteranteile. Da muss man aber schauen, weil oft hat Margarine auch irgendwie Buttermilch oder so Spielereien mit drin. Ja, mit Joghurt gibt es teilweise auch. Wobei der Hardcore-Veganer weiß, glaube ich, wo er seine Margarine herbekommt. Ich mal. Genau. Oder wenn man möchte, kann man auch wirklich Sonnenblumenöl nehmen und dann noch einen Spritzer Zitronen mit rein. Das habe ich einmal getestet und das ging auch ganz gut. Also richtig so Öl direkt. Ja, allerdings. Sonnenblumenöl oder Raps. Genau, allerdings keine 1,25 Liter, sondern etwas weniger. Aha. Kokosfett würde auch gehen? Vermutlich, ich habe es noch nicht ausprobiert. Aha. Ja, du kennst natürlich nächstes Mal an so einer Chaos-Veranstaltung vegane Waffeln machen, also einen veganen Waffel-Workshop. Das könnte ich machen, ja. So. Wie lange muss ich das Ding eigentlich noch halten? Bis die Butter geschmolzen ist und da drinne ist. Das ist doch spannend. Na gut. Ja. Genau. In der Zwischenzeit können wir uns ja mal bei den Leuten bedanken, die uns geschrieben haben. Wir haben Post bekommen. Oh, genau. Ein Osterhörnchen. Genau. Von wem ist denn die? Lies mal vor. Ja. Genau. Waffeln sind Pfannkuchen mit Sixpack. Ein wahres Wort. Halt mal kurz. Wie jetzt? Ja, hat man. Andersrum. Nee, andersrum. Verrückt. Wo gibt's das? Bei der Chaospost, die ist auch hier auf dem Easter Hack. Oh. Ja, da muss man unbedingt mal vorbeigehen. Diese sind ganz cool. Die können auch vegane Waffeln verschicken. In einem früheren Leben habe ich mal bei der Schweizerischen Bundesbahn gearbeitet, da gab es die interne Betriebspost. Wir hatten da einen, wenn man den um einen Gefallen gefragt hat, dann hat er immer gesagt, ja, das kostet, ja, gibst mir mal eine Cremeschnitte aus oder irgend sowas. Irgendwann hat dann einer gesagt, so, das mache ich jetzt. Zwei A4 große Halbkartons genommen, Cremeschnitte dazwischen, zack,
ab ins Kuvert und dem Typen zugeschickt. Sehr gut. Den Spruch hat er nachher nie mehr gebracht. Was für eine verdammte Schweinerei. Ach, wie gut. Tja, so kann es gehen. Und beim Kongress kannst du ja die Waffeln per Seidenstraße verschicken. Das finde ich eine gute Idee, das sollten wir unbedingt ausprobieren. Ja, es soll ja dieses Jahr wieder einen Kongress geben. Ja. Habe ich Gerüchten gehört. Aber erstmal Camp. Ja, ich habe gehört, auf dem Camp, da könnte man auch Waffeln mal sich anschauen. Waffeln sind immer eine gute Idee. Genau. Wie ist die Situation beim Butter? Da dampft es etwas? Dampft es langsam und es beginnt auch zu schmelzen. Wenn ich jetzt noch eine dritte Hand hätte, dann könnte man mit der Dokumentenkamera da mal in die Butter reinfilmen. Ja, aber... Bitte? Was? Das Kabel langsam der Dokumentenkamera ist zu kurz. Ach so. Da kommen wir nicht ganz rüber. Ich könnte dir die Butter aber kurz vorbeibringen und dann könnten wir da reinfilmen. Ja, alles fürs Publikum, komm jetzt. Oh ja. Das ist ja auch sowas. Wie ist das in Deutschland mit der Küche? Wenn du da in eine Mietwohnung ziehst, ist da keine Küche dabei, oder? Das ist unterschiedlich. Also ich ziehe jetzt... In der Schweiz ist immer eine Küche dabei, außer du mietest irgendwie so ein kleines Studentenzimmer, irgend so einen begehbaren Schrank. Aber in Deutschland habe ich das Gefühl, das ist irgendwie nicht immer der Fall. Also ich bin gerade auch auf Wohnungssuche und habe einen Mietvertrag, der ist fast unterschrieben. Da ist eine Küche mit dabei. Aha. Okay. Aber ob das jetzt normal ist oder nicht, das weiß ich nicht. Weil es gab da mal dieses Kochbuch für Geeks und da stand auch so drin, falls ihr keine Küche habt oder nur so eine Herdplatte oder dann eben die voll ausgestattete Küche, also am Schluss bin ich mir so vorgekommen, ja, wie wenn ich mein eigenes Rechenzentrum hätte, einfach gastronomisch gesehen. Ja. Ja, es sieht aber schon ziemlich flüssig aus, wenn ich das so. Ja, vielleicht haben wir ein bisschen übertrieben mit der Mate. Oder nicht ganz eine halbe Flasche Milch reingetan, sondern eher eine Dreiviertelflasche. Dann können wir ja noch eine Prise Mehl reintun. Das merkt schon niemand. Wir haben ja erstmal genug Mehl. Ah, dann tust du einfach mehr Mehl rein, damit es ein bisschen fester wird. Das ist wie beim Fondue mit Maisstärke und Schnaps. Oder kann man auch so mehr und dann irgendwann besteht es nur noch aus Maisstärke und Schnaps. Tja, kann man alles machen. Ich glaube, da sehen wir die C3Vox-Webseite im Hintergrund. Ah ja, weil wir keine Slides haben. Genau. Ja, Slides. Wir haben vorher gesagt, wir hätten ja einfach eine Waffel an die Leinwand kleben können. Das fanden sie aber nicht so toll. Naja, wir haben jetzt wenigstens eine Waffelfahne neben der Leinwand. Genau, und Massenvernichtungswaffeln. Für die Massenüberwaffelung. So, die Butter ist größtenteils geschmolzen. Ausnahme gut, immer rein damit.
Und jetzt rührst du da einfach so lange um, bis keine Klumpen mehr da sind. Oder bis genau. Größtenteils keine Klumpen mehr da sind. Ja. Wobei, wie schlimm ist es, wenn es noch ein bisschen was drin hat? Also bei Haushaltswaffeleisen ist das schon manchmal eher negativ. Aber bei den Gastro-Waffeleisen hat man eigentlich kein Problem damit. Wenn dann mal ein größerer Butter- oder Mehlklumpen drin ist, das... Die kommen mit allem klar. Ja. Du machst hier, Waffeln sind immer doppelseitig formatiert. Genau. Das sieht doch wunderschön aus. Ja. Ja, ein Butterklumpen ist noch drin, aber ich glaube, den ignorieren wir. Hältst du mal kurz? Oh ja, klar. Da backen wir einfach drum rum. Genau. Den da rein? Ja. Jetzt noch irgendwie abschrauben. So. Oh, wir kriegen mehr Kameras. Cool. Also, wir heizen die Waffeleisen auf 230 Grad auf. Ich habe da schon mal was vorbereitet. Ah, die haben Thermostat. Die haben einen Thermostat und einen Regler mit Temperaturzahlen. Ist das der Unterschied zum Hausfrauen-Waffeleisen? Ja, oder im Prinzip schon. Also geht es rein um die Leistung? Die Hausfrauen-Waffeleisen, die haben da ja auch so einen Regler von 1 bis 5 oder 6 oder sowas, aber... Was der jetzt so aussagt, das weiß ich auch nicht. Und wie viel Strom zieht das so? Genau, das braucht 2,2 Kilowatt pro Waffelherdplatte. Das heißt, wenn man richtig rechnet, 10 Ampere beim normalen Stromnetz, so über den Daumen gepeilt. Ja. Also Sicherung ist noch nicht rausgeflogen, alles gut. Jo, wir haben noch Licht. Genau. Stream läuft auch noch. Ja. Wunderbar. Jo, dann wird es jetzt bald mal spannend. Dann bräuchten wir hier am besten noch einen Platz für den Eimer mit Waffelteig. Ist natürlich sehr praktisch gebaut. Also diese Bühne ist echt nicht waffelgerecht. Das ist schlimm, Theo Wien. Da müsst ihr echt nachbessern. Ja, das... Ja. Ja, das klappt schon so, oder? Ja, bestimmt. Der Feuermelder ist aus. Gut. Ja. Also zumindest wurde mir gesagt, er sollte ausgeschaltet sein. Wir kriegen es ja gleich mit. Techniker ist informiert. Genau. Und er ist auch nicht direkt an die Feuerwehr gekoppelt, sondern an den Pförtner da vorne. Von daher kommt der sonst vorbei und holt seine Waffel ab. Genau. Der hat ihn bestimmt wieder angeschaltet. So, also der Teig ist jetzt im Waffeleisen. Wie lange genau, lässt du die da drin? So um die 90 Sekunden, plus minus eine halbe Minute. Je nachdem, wie farbig genau. Man die haben will. Ja. Ja, gibt das alte chinesische Sprichwort, once you're black, you don't go back. Das heißt, wenn sie mal zu dunkel geraten ist. Ah, wir haben eine Action Cam. Ja, cool.
So, wir haben auch Belag und vielleicht auch was, um den Belag da drauf zu tun. Das wäre auch zu einfach gewesen. Ja, Puderzucker und die ganzen Spielereien liegen alle noch oben. Aber wer will schon Puderzucker, wenn er Kokobar hat? Also ich hab hier auch noch Chili-Honig für Mutige. Ja, Honig mit Chili drin. Das klingt schon viel besser. Und was ganz Spezielles, Glarner Schabziger. Das ist eine Art Frischkäse, der für sich allein eigentlich nach nichts schmeckt. Der ist aber mit Hornklee gewürzt. Hm. Oh, das ist aber nicht fernsehtauglich. Also 50% der Waffeln sind echt gut geworden. Die eine etwas dunkel, die andere, naja. Ja, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, wir können noch mal üben. Ja, mehr Mut zum Scheitern, komm. Eben. Also, die hätten wir noch essen können. Danke sehr. Jetzt bist du nicht mehr, oder lieber wie? L3D. Bitte sehr, mein lieber Waffelbruder. Ja, aber ja. Wir haben da schon eine Waffe. Ja, eben. Also, die Sache ist die, nirgendwo zeigt sich mehr die Digitalisierung beim Essen als beim Glarner Schabziger, weil entweder kann man das Zeug nicht ausstehen oder man liebt es heiß und innig. Also aber, wie Martin. Ihr dürft gerne selber probieren, aber vielleicht erstmal dran riechen. Ja, was machen wir jetzt mit der Waffel? Hast du Hunger? Ich würde sagen, degustieren. Oder? Ha, heiß, heiß, heiß. Achtung, Waffeln können Spuren von Wärme enthalten. Genau. Wie geht das im Fernsehen immer? Waffeln ist Löten. Hart an der Kante, ragt aber noch tief in den Hals. Genau ich das. Ich übe mich ein bisschen in Weinsprech. Etwas nussig im Abgang. Ja, die erste Reihe. Wollt ihr was von der Waffel haben? Nehmt und esst alle davon. Ja, ein Prachtsexemplar der modernen Chaos-Gastronomie. Auf jeden Fall. Gut, vergiss aber die anderen beiden nicht, die da unterwegs sind. Ja, die sieht doch schon viel besser aus. Also, auch an die anderen rein. Nehmt und esst. Genau, und kommt her, holt euch eure Waffeln, tut Zeug drauf. Du machst Sachen. Ja, also hier starten die Waffen, Leute, wir können die nicht alle alleine essen. Also, ja, je länger ihr wartet, desto kältere Waffeln dürft ihr essen. Das ist doch auch cool. Wir haben hier Müll. Wir haben Servietten. Ganz viele. Ganze Packung mit gerollten Servietten. Da haben wir auch welche. Ja. Ja. So war's das. Wobei, gibt es denn noch Fragen genau. Aus dem Publikum? So zur Waffel, zum Teig? Wir zum haben ein Messer. Equipment. Also insgesamt eins. Oder wo das C3 Wok das nächste Mal auf Tour ist? Keine Fragen. Die genau, C3 Wok also Waffeln lassen, keine Fragen die, offen. Die Tourdaten vom C3 Wok erfahrt ihr natürlich auf unserer Webseite, also c3wok.de/Tourdaten.
Genau. Kommende Veranstaltungen werden sowas sein wie die Gulasch-Programmiernacht und natürlich die Kosen in der Schweiz. Sehr gut. Dort, wir werden auch noch versuchen, Eiscreme zu machen, also Glace, wie wir in der Schweiz sagen, mit flüssigem Stickstoff. Das sehr hat gut. Letztes Jahr leider nicht geklappt, weil es da ein Fuck-up mit Pangas gab, mit dem Stickstoff. Da gab es dann nur Waffeln. Das geht auch. Genau. Und natürlich am Camp. Da wollen wir auch sein. Und auf der Frostcon. Frostcon, okay. Und auf der Chaos Party Ulm. Der CPU. Wann ist die? Weißt du das gerade? Das steht auf c3wok.de / Tourdaten. Habt ihr da einen Tourkalender? Da haben wir einen abonnierbaren Tourkalender als ICS. Und vielleicht haben wir auch das Ganze hinter uns sichtbar. Sehr gut, sehr gut. Wunderbar. Seid die Besten. Dann bitte ich noch um einen herzlichen Applaus für L3D und seine Waffeln, weil er hat die ganze Arbeit gemacht. Ja, danke auch an Venti, der mir geholfen hat. Ja. Danke, danke. Ja, und dann war's das. Also, es gibt Waffeln. Genau, ich würde sagen, dann können wir ja auch noch eine Viertelstunde hier weiter waffeln.